Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo ihr Lieben, bitte beachtet nicht, wie ich aussehe. Wir sind gerade aus dem Schwimmbad gekommen und ich habe mich natürlich nicht geschminkt. Nicht für kleines Video jetzt, ist mal sowieso bei dem Wetterfall läuft alles. Wir haben heute bis 37 Grad, ja, kaum auszuhalten. Deswegen haben meine Männer beschlossen, ich soll nichts kochen, die wollen grillen. Obwohl hier auf der Terrasse im Schatten geht es und hier in der Küche ja. Freut mich, dass ich nicht kochen muss, denn wird zu warm. Morgen soll es abkühlen, da habe ich auch vor, was zu backen. Aber heute muss ich jetzt nur das Fleisch, wir waren bei Lidl noch kurz, und da war nichts fertig mariniertes vom Geflügel. Nichts mehr. Also habe ich jetzt hier, was ist das jetzt, Hähnchen-Innenfilet genommen, einmal und einmal Puttenschnitzel. Und die werde ich jetzt marinieren. Und zwar habe ich hier ein bisschen Reste. Ja, ich kaufe mir ja gerne unterwegs Kefir oder Buttermilch und dann bleibt Rest da. Und das habe ich jetzt aus dem Kühlschrank, damit Platz für andere Sachen ist, rausgenommen. Und werde einfach ein Teil von dem Fleisch in Kefir einlegen. So, und auf jeden Fall brauche ich Salz dafür. Dann Pfeffer. Und einmal soll es Paprika sein. Da steht Paprika drauf. Ich mache es mir einfacher, ich mache es auf. So. Und das verrühre ich alles. Mehr Paprika, genau. Ach, komm schon. Dann gebe ich noch ein bisschen Dill rein. Und jetzt schäle ich erstmal eine Zwiebel. So, die Zwiebel, die schneide ich jetzt einfach mal in Halbringe. Und gebe einen großen Teil hier rein. Ein paar lasse ich für die andere Marinade jetzt. Und jetzt kommt einfach das Fleisch rein und solange der Grill noch angemacht wird und alles, das dauert, reicht die Zeit für das Fleisch, um leicht einen Geschmack nach Paprika und Zwiebel zu bekommen. So, das stelle ich schon mal beiseite. Und die andere Marinade, da habe ich mir gedacht, ich nehme Öl. Natürlich auch Salz und Pfeffer und dann Curry. Und das verrühre ich alles einmal und überlege gerade, was ich noch da reinmachen kann. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal, was das ist. Curry Madras steht drauf. Zutaten: Korianderkörner,
Kurkuma, Fenchelsaat, Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer, Chiliflocken, Meersalz, Nelken, Knoblauch. Ich nehme mal ein bisschen was davon auch mit rein. Bin gespannt. Die restliche Zwiebelstücke kommen mit rein. Und jetzt die Hähnchen-Innenfilets. Einfach rein und drinnen wälzen. Und so sieht's aus. Ich lasse das jetzt erstmal ein bisschen stehen, bis es Zeit ist zum Grillen. Ja, ihr Lieben, das ist heute mein Beitrag, was Kochen angeht. Gestern war ja Abiball von Manuel. Und ich habe kein Video gemacht, weil es waren, weiß nicht, mehrere hundert Leute da. Aber ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele schöne Fotos. Und die werde ich euch zeigen. Ich hoffe, die gefallen euch. Ja, auf jeden Fall war das sehr schön. Das Essen war auch lecker. Bis auf den Fisch. Das waren irgendwie Fischröllchen mit einer Soße. Die waren mir nicht würzig genug, muss ich sagen. Aber ansonsten, wir waren um kurz nach fünf da. Da war erstmal Sektempfang. Ja, ich habe immer noch hier so ganz leicht zu sehen den Stempel beim Eingang, nachdem wir die Karten gezeigt haben. Ja, da konnte man eben ganz viele Fotos machen. Danach wurden die Abiturienten alle zusammen aufgestellt, Fotos gemacht. Dann war Essen. Um 19 Uhr, genau, gab es Essen. Und danach wieder Zeit, Fotos zu machen. Und dann ging es offiziell los um 9 Uhr. Dann kamen auch diejenigen, die Tickets gekauft haben, Eintrittskarten, ohne Essen. Und dann war ja der feierliche Eingang, ein Reinkommen der, wie sagt man, Kinder, kann man gar nicht mehr sagen dazu, zu denen. Jungen Leute, die waren alle wunderschön, die Mädchen hatten so schöne Kleider, auch unsere hier. Manuels Freundin hatte auch so ein sehr schönes Kleid. Und ja, das war richtig schön. Ich habe aufgenommen, aber ich weiß nicht, ich muss gucken, ob man da überhaupt was sieht, weil es war ja nicht so hell, sondern so disco-mäßig mehr oder weniger, sage ich mal. Ich kann nachgucken, ob ich wenigstens einen kleinen Ausschnitt zeige. Und dann wurde getanzt, genau. Und ich bin nach den ersten zwei, drei Tänzen, die ich mir angeguckt habe, von meinem Platz, bin ich dann nach Hause gefahren. Und die Kinder, also Manuel und Lea, die wurden dann von Papa irgendwann mal eins nachts abgeholt. Das war gestern. Ach ja, gestern, da stand noch so ein Automat, wo man kostenlos Fotos machen konnte von sich. Das waren 4 Fotos, die du dann machen kannst, mit Verkleidung. Also so Spaßfotos, Quatschfotos. Und das haben wir auch gemacht. Da, seht ihr das? Einmal ohne was und dann hier mit Kapitänsmütze oder Polizeimütze und Riesenbrillen, mit Gitarren, Manuel natürlich passend eine pinke und hier mit Hüten. Und solange Manuel kurz weg war, habe ich das gleiche noch mit Lea alleine gemacht. Da. Also es
es hat richtig viel Spaß gemacht gestern. Und ja, meine Cousine, meine jüngste Cousine Janie, die war mit Manuel jetzt im gleichen Jahrgang und hat natürlich auch Abitur geschafft. Und die war auch natürlich auch auf dem Abiball und ihre ganze Familie, also mein Onkel, meine Tante, dann alle vier Kinder, also die Jüngste, die jetzt Abi gemacht hat, und ihre drei großen Geschwister, dann ihr Freund und der Mann von einer Cousine, also von ihrer Schwester. Also die waren da wirklich komplett. Aber ist auch schön, das jüngste Kind hat jetzt die Schule fertig, ne? Das muss natürlich auch gebührend gefeiert werden. Bei mir ist es ja das Älteste gewesen jetzt. Ja, das erstmal zum Abiball. Und jetzt muss ich richtig böse sein und schimpfen. Nicht mit meinen Kindern, nein. Wir waren ja im Schwimmbad. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich wirklich, was kriegen die zu Hause beigebracht? Voll, bei diesen Temperaturen, natürlich voll. Dann wollte ich duschen, dann stehen da vier Grazien, keine Ahnung, ich würde sagen so 15, 16 Jahre alt. Hübsch natürlich, lange schwarze Haare. Schlange wartet, dass man endlich mal sich kurz abduschen kann. Hier steht eine befreundete Familie mit drei kleinen Kindern. Und die, ich weiß nicht, wie lange sie die Dusche blockiert haben. Erstmal zweimal ihre langen Haare durchwaschen. Dann auch noch Spülung im Schwimmbad, Leute. Das kann man auch zu Hause machen, oder nicht? Also rücksichtslos ohne Ende. Und dann waren drei irgendwann mal fertig. Und die eine, ich stand da, ich habe dann schon in der Zeit geduscht. Und die stand da, ohne sich zu waschen. Die war schon fertig, nämlich einfach nur dekorativ unterm Wasser. Und ja, vor der Dusche versammeln sich immer mehr Leute. Und das gleiche Spiel haben sie dann mit Haartrockengeräten. Wir haben da nur zwei abgezogen. Ich war so kurz davor, denen meine Meinung zu geigen, aber richtig. Unverschämter geht's nicht. Oder was meint ihr? Wie gesagt, also das Schwimmbad, da waren tausende Leute, glaube ich, heute. Und dann blockieren sie die Dusche, weil die da, keine Ahnung, komplette Körperpflege abgezogen haben. Geht gar nicht. So, ich reg mich jetzt ab, räume ich hier noch ein bisschen auf, und wenn der Tisch steht und der Grill und alles, was wir essen, zeige ich euch kurz, ja, wie es dann fertig aussieht. So, alles ist schon draußen, ich zeige es euch auch, aber ich habe meine erste Ernte für dieses Jahr. Guckt euch das an. Zwei Einlegegurken, eine richtig schöne große Salatgurke. Und da kommt noch mehr her. Alles blüht wunderbar. Bin ich gespannt, was es dieses Jahr alles wird. Und so sieht das Fleisch jetzt aus. Okay, das sind fertig gekaufte Hacksticks. Und das ist das mit Joghurt, Paprika. Und das ist hier, was ich mit Curry gemacht habe. Dann haben wir noch ein paar Baguettes, ein Grillkäse und Würstchen. Und hier habe ich noch schnell einen Salat gebastelt. Dazu das Dressing hier. Ja, und dann, die Kinder, wenn die wollen, können sich noch Toast machen. Ich werde jetzt den Tisch ordentlich decken und dann wird gegessen. So, ein bisschen gekleckert, der Ketchup. Aber ansonsten, so sieht das aus. Hier sind Würstchen. Hier noch mehr und da unten ist Fleisch und es schmeckt richtig lecker. So, ihr Lieben, ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden, bevor die hungrige Meute mir alles wegfuttert. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben.